Ich hoffe, ihr wart alle nochmal auf Toilette, denn willkommen zurück zu Dead Space 2. Zum vielleicht einzigen Teil des Spiels. Also, wir sind jetzt im letzten Abschnitt des Spiels, könnte man sagen. Das ist der Abschnitt, in dem man sich durchaus mal in die Hose bissen kann. Was daran liegt, dass man einfach so in Panik gerät. Nein, mir ist glücklicherweise noch nicht passiert. Das hier ist eine sehr seltsame Apparatur, eine Maschine. Ne? Vielleicht nochmal kurz zur Erinnerung, weil hier werden wir jetzt gleich auf die Schritte nochmal hingewiesen, was Stross uns ja immer wieder gesagt hat. Schritt 1, in die dunkle Maschine kriechen. Schritt 2, die Schrauben sitzen fest, so fest. Schritt 3, ins Auge dich die Nadel sticht, Blut strömt über dein Gesicht. Ja, wir werden sehen. Ach ja, übrigens, hier gibt es eine Todessequenz, die ich euch zeigen möchte, weil ich sie widerlich finde und deshalb bin ich der Meinung, das sollte man mal gesehen haben. Das ist die Maschine, wie Stross sagte. Ich erinnere mich. Sie aktiviert die Teile des Gehirns, in denen die Markercodes gespeichert sind. Aber wieso bedroht das den Marker? Wovor hatten Sie Angst? Vor mir? Vor uns? Dass wir zusammenarbeiten. Schritt 4. Ja. Bist du bereit? Es wird wehtun, nicht wahr? Ja. Geh rein. Oh Mann. Schritt 1. Reinkriechen. Schritt 2. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. So, wir müssen jetzt hier genau das Auge, genau die Pupille treffen. Für die, die es nicht mehr wissen, das Schwarze des Auges nennt sich Pupille. Wenn wir daneben treffen, sterben wir. Ja, wir haben hier, wenn der Laser blau ist, dürfen wir irgendwo weitermachen. Ich muss das selber steuern. Ich will jetzt mal absichtlich daneben hauen. Oh, scheiße, jetzt will ich sterben sehen. Stirb! Ganz genau. Ja. Jetzt vielleicht nochmal richtig, ne? Ja, klar. Also ich finde, das sieht irgendwie so ein bisschen widerlich aus. Also sollte man mal gesehen haben. Die Schrauben sitzen fest. So fest. Die Schrauben werden rundherum festgezogen. Ins Auge dich die Nadel sticht. Blut strömt über dein Gesicht. Ja, wenn wir natürlich eine Weile am Stück hier runtergehen, dann gerät Isaac so ein bisschen in Panik, deshalb wird er sein Auge nicht ruhig halten, also immer mal wieder zwischendurch eine Pause machen. Sollen die das Spiel selbst noch spielen, ein paar Tipps. Entspann dich, Isaac. Vielleicht versuchen würde ich immer erst auf den blauen zu kommen, dann runterzugehen. Ja. Vielleicht an die unter euch, die sich mit dem Bau von menschlichen Augen nicht so gut auskennen. Eigentlich müsste Isaac jetzt auf dem rechten Auge blind sein. Er dürfte da jetzt theoretisch nichts mehr sehen. Das ist vom menschlichen Körper so gebaut. Weil man hätte jetzt die Linse durchstochen. Und damit wäre dann aus. Man würde nichts mehr sehen. Nicole! Wo bist du? Folge dem Licht, Isaac. Ich werde beim Marker auf dich warten. Aber was soll ich tun? Verdammt. Und jetzt, jetzt kommt der Teil, vor dem ich Angst hatte die ganze Zeit. Irgendwo da in dem Gebiet, ich weiß nicht mehr genau wo. Ich warte darauf, dass ich hacken darf. Ich darf hacken! Das ist er, Leute. Das ist der schlimmste Necromorph von allem. Wer die Hunter in Erinnerung hatte aus Dead Space 1, der ist praktisch genauso. Wir können ihn nicht töten. Wir können ihn nur in Stase versetzen und laufen. Er heißt, das ist kein Witz, er heißt tatsächlich Übermorph. Ich
wirke gerade, finde ich selbst, erstaunlich entspannt. Teil-Evakuierung ist illegal und das wissen Sie. Sagen Sie mir nicht, was ich auf meiner eigenen Station tun und lassen kann. Mein Großvater hat Ihnen das sagen, lange bevor Sie Ihrem Engel folgen schicken haben, junger Mann. Sparen Sie sich die Vorträge, Sie wissen, dass ich recht habe. Das Projektprotokoll verbietet eine Evakuierung im Falle eines Sicherheitsverstoßes. Ich habe mein ganzes Leben im Dienste dieser Gemeinschaft verbracht und werde nicht vorgehen, Sie zusehen, wie die wegen eines Projektprotokolls sterben. Steigen Sie jetzt in Ihr Schaffel, wir können uns über diesen Unsinn vom Krieg streiten. Vorausgesetzt, wir leben lange genug, um über Ihre kostbaren Protokolle zu reden. Wie Sie meinen, Sir. General Chef, wir sind in der Zentrale der östlichen 143 Sektor-G-Mitarbeiter lokalisiert. Sie sind eingeschlossen und fliehen Pflanzen zu evakuieren. Shuttle von der Kapazität bis zur Dichtung ist auf Standby. Wie konnte eine Evakuierung organisiert werden? Taiwan setzt sich über alle Protokolle hinweg. Es ist ein Kind in den Brunnen gefallen. Es wird nicht leicht werden, alle zu evakuieren. Wir müssen die Flugzeuge verantwortlich führen. Ja. Du hast übrigens merkt, ich renne gerade einfach vor diesem dämlichen Viech davon, vor allen Dingen, wo sie rumlaufen. Ich renne einfach nur. Und ich erinnere mich gerade, es gab noch einen Job. Ich möchte nur zu einer bestimmten Stelle hier kommen, weil... Ah, scheiße. Kumpel von mir hat zufällig mal rausgefunden beim Zocken dieses Spiels, dass man eigentlich ein bisschen schummelig macht. Oh scheiße, du schon wieder. Mach die Tür auf. Das ist ganz uncool. Mach die Luke auf. Ah, danke. Gut. Stase auffüllen. Dafür habe ich ja die Stase-Pakete aufgehoben. Es gibt hier so einen kleinen Trick, von dem ich, wie gesagt, selbst nichts wusste, hat ein Kollege immer rausgefunden, durch Zufall. Ist noch was da? Ich höre dich doch. Genau. Diese Stelle ist Vakuum und Schwerelosigkeit. Können wir auch wieder deaktivieren. Und ja, vielleicht mal so zur Erklärung. Mein Kumpel hat es geschafft, an diese Stelle zu kommen. Hatte leider irgendwie, also er war, sag ich mal, nicht so gut vorbereitet wie ich jetzt und hatte deshalb das Problem, dass er hier wenig Leben hatte. Sehr wenig Leben. Und keine Heilung mehr. Und da hat er sich gedacht, komm, ich gehe doch einfach mal zurück und guck, ob mich dieser Übermorph weiterverfolgt. Und das Interessante ist, nein. Alle Necromorphs sind unterwegs irgendwie verschwunden. Also irgendwie scheint es der Fall zu sein, dass man jetzt hier... Also das Problem ist halt, die ganze Zeit hier verfolgt in der Übermorph und man hat jetzt nicht um die so die Chance, alles einzusammeln. Mit anderen Worten, man rennt bis zu dieser Stelle und dreht dann einfach um. Der Typ ist weg. Der Übermorph ist nicht mehr da. Man kann jetzt hier in Ruhe zurücklaufen und alles einsammeln. Was im Grunde der Hauptgrund ist, warum ich gerade einfach so durchgerannt bin, weil normalerweise sammle ich ja schon gerne hier alle Sachen ein. Da habe ich so eine Art Sammelwahn und vor allem weiß ich einfach, ich brauche den Kram ja irgendwie schon. Ne? Das ist nicht gerade verkehrt. Und jetzt fällt mir natürlich gerade wieder ein, ich habe gerade so viel Asche rausgehauen, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch noch, ich brauche ja noch Geld für nach der Hauptstory, scheiße. Wie viel waren das? 130.000, das kriege ich eigentlich schon hin. Ja, guck mal hier. Das ist nur das, was wir von den Necromorphs erhalten haben. Das mag ein bisschen unfair erscheinen, dass ich jetzt vielleicht einfach so zurückrennen kann, um alles einzusammeln. Aber es macht in gewisser Weise Sinn, weil ja, wenn man eben an irgendwie hier durchrennt, all sein Leben verliert, seine Heilung leider auch schon dabei verbrät. Irgendwie muss man ja wieder was bekommen, ne? Wäre sonst ein bisschen unfair. Speicherstation? Ich weiß gar nicht, warum hier eine Speicherstation ist, weil während ich verfolgt werde, würde ich jetzt nicht auf die Idee kommen zu speichern.
hier in diesem Raum, wer es uns nicht ganz mitbekommen hat, mussten wir da hinten den Typen, der da liegt, einmal hier vorhalten. Das ist wieder so ein Sicherheitsding, wo ich halt erst durchgelassen werden muss. Also wenn man das nicht weiß, ist eigentlich auch kein Problem, weil dann rennt man hier ein bisschen rum, rennt zur Tür, da kommt dann der Übermorph an, der springt dann da von der Decke. Und dann merkt man irgendwie, ich komme nicht rein, dann rennt man hier ein bisschen durch den Raum, irgendwann sieht man den Typen, ist eigentlich kein Problem. Jetzt müsste ich schon wieder... Genau, die ganze Zeit kann ich schon sein. Gut. Ja, dann so viel dazu, kann ich gleich direkt wieder zurücklaufen. Ja, hier habe ich glaube ich angefangen. Gut. Dann habe ich es jetzt. Der Übermorph ist irgendwo anders. Frag mich nicht genau wo. Wir laufen zurück. Ich habe hier, glaube ich, alles jetzt mitgenommen. Ja, so viel war es ja dann doch nicht. Aber zumindest, ein bisschen Munition. Ja, und so hier gehen und dabei schießen ist in diesem Abschnitt hier auch nicht so verkehrt. Speichern. Wir speichern jetzt einfach mal so Just for the Rules. Oh, nehmen wir den Spielstand. Ja. Und also das hier ist wirklich so, diese Stelle einfach, wo man der Übermorph verfolgt. Ich mag das nicht, weil sowas macht mich nervös. So, verfolgt werden, da werde ich sehr paranoid bei. War hier nicht noch was? Habe ich das schon mitgenommen? Hier ist noch eine Kühlung. Vielleicht muss ich doch nochmal die Rick auf, falls ich noch Noten habe. Ich glaube es ja nicht. Hier ist noch Munition. Die Stelle hier ist ein bisschen blöd, weil man muss auf den Aufzug warten. Hinter einem stehen die Necromorphs. Gut, nicht so schön, aber was soll's. Das Beste gegen den Übermorph ist tatsächlich, dass man ihm die Arme und die Beine abtrennt und ihn dann in Stase versetzt, weil bis er sich dann heilt, das dauert ein bisschen. Dann kann man in Ruhe losrennen. So, also so muss man es im Grunde auch machen, wenn man die Tür hacken will bei der Maschine. Habe ich auch gemacht, ne? Habt ihr gesehen. Arme weg, Beine weg, Stase und in Ruhe hacken. Also auf keinen Fall hier hetzen lassen. Das Spiel ist vielleicht durchaus auch mal nervenaufreibend, ja, aber es ist immer fair, finde ich. Dead Space ist normalerweise fair. Nur dass ich an ein paar Stellen denke, ich verleck mich doch am Arsch. Du Spiel willst mich verarschen. Aber es geht. Ja gut, hier Vakuum ist jetzt auch. Eintritt Vakuum. Flupp. Drauf, dass ich vernünftig durchkomme. Ich glaube, dass hier... Ja. Ich erinnere mich. Einmal durch. Ich bin mir sicher, dass ich durch die Tür durch war. Aber was soll's. Wo bin ich? Ich sehe nix. Was? Wieder hier? Das ist komisch. Wieso wurde ich jetzt zur Speicherstation geschickt? Ich bin mir sicher, dass ich normalerweise in dem Raum wieder anfangen dürfte. Und hier sind keine Necromorphs. Ist alles human. Wie gesagt, wenn jetzt hier natürlich wieder der Übermorph hinter mir gewesen wäre, die ganzen Necromorphs vor mir, das wäre ein bisschen blöd gewesen, aber ich habe es ja gesagt, das Spiel ist ziemlich fair. Jetzt mach mal die Tür auf. Dieser Fahrstuhl hier braucht sehr lange. Was ich ziemlich uncool finde. Aber gut. So. Wieder hier. Habe ich hier noch irgendwelche Dinger nicht übersehen? Offenbar nicht. Mir fällt doch gerade ein, dass ich ja eigentlich überlegt hatte, dass ich euch mal den stärksten Anzug zeigen wollte. Wenn ich beim Boss bin oder so. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verpasst habe. Ob das nicht schon gekommen wäre, wo ich also in der letzte Shop doch vorhin war. Für mich vorhin, für euch wahrscheinlich gestern. Nee, vorgestern, letzter Part. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Und einmal da Stase drauf, dass ich vernünftig durchkomme. Einmal da Stase drauf, dass ich genug Zeit habe. Und hier ist jetzt das Uncoole. Ja, noch einmal dieser Necromorph, dessen Namen ich nicht weiß. Oh, das ist blöd. Ich sehe ihn auch nicht so richtig, ne? Und ich glaube, ich habe ihn erwischt. Ich fliege einfach mal durch. Ich habe vielleicht doch nicht ganz erwischt. Nein, ein Teil lebt noch. Jetzt habe ich ihn, oder? Muss doch so sein. Sehen.
Komm schon, lass mich durch. So, jetzt bin ich mir sicher, dass der letzte war, weil es kommt in diesem Spiel einfach nichts mehr. Wo soll noch einer davon auftauchen? Auch hier wieder Luft, eigentlich kein Problem. Gut, hier an dieser Stelle könnte man sich, wenn man die Luft nicht aufrüstet, ein bisschen gehetzt fühlen. Aber ansonsten ist alles okay. Ab jetzt muss ich mich allerdings wieder gehetzt fühlen, weil ich glaube, jetzt gibt es wieder Stress hier. Dann werde ich dich nie wiedersehen. Das ist die einzige Möglichkeit. Du musst es tun. Ja, schön. Oh. Jetzt kommt wirklich bald die schlimmste Stelle, weil ja, wir sind mit dem Übermorph noch nicht fertig. Er lebt immerhin noch, ne? Wie das ist alles. Naja, dieser Raum lohnt sich schon mal nicht. Das sollte ich mir endlich mal merken. Wo war ich gerade? Genau, ja. Hatte ich eigentlich mal erwähnt, dass es... Wir kennen ja jetzt 4 Schritte für die Maschine, ne? Hatte ich mal erwähnt, dass es eigentlich 5 Schritte sind? Wir kennen einen Schritt noch gar nicht. Ah. Jetzt weiß ich's. Das ist der letzte Shop vor dem Boss. Diesmal bin ich mir sicher. Jetzt ist die Frage, nehme ich mir noch den neuen Anzug? Wäre vielleicht ganz nett, dass man den letzten Anzug noch so ein bisschen im Spiel sieht. Man schaltet ihn zwar erst danach frei, der ist stärker, also man hat dadurch nochmal ein bisschen mehr Panzerung, aber... Zwei Stück. Ja, man hat 5% mehr Panzerung dadurch, die ich ja sonst am Ende des Spiels nicht hätte. Das macht es eigentlich ein bisschen einfacher, aber... Das ist auch sonst nicht schwierig eigentlich. Ein bisschen Muni könnte ich noch gut tun. 70.000, ach komm, ich opfer jetzt 20.000 dafür. Dass ich einmal TP aufrüste. So, habe ich hier... kurz gucken. Ich habe... Okay, ein bisschen mehr Schuss hätte ich schon gerne. Also noch ein bisschen Munition holen. Ich glaube nämlich, dass ich noch ein bisschen Munition brauchen werde. Ich werde noch ein bisschen was verschießen. So, einmal hier habe ich nochmal Treffpunkte aufgerüstet. Schön. Hoffen, dass das nützt. Vielleicht noch nicht. So, jetzt gucke ich mal kurz in mein Inventar. Ich habe 20% Panzerung, genau. Ich kriege 25%, wenn ich das Ding hole. Dann möchte ich noch die Heilung mitnehmen, die ich eingelagert habe. So, jetzt möchte ich noch... So, sollte reichen. Und ich glaube, ich nehme jetzt einfach den Anzug. Er kostet nichts und ich möchte ihn jetzt haben. So, fertig. Ja, 5% Panzerung mehr. Naja. Was soll's. Auf die 5% wäre es mir auch nicht angekommen. Ich kann euch sagen, man schafft das Spiel auch ohne diesen Anzug. Aber ich möchte jetzt mal irgendwie noch ein bisschen was davon sieht, weil wenn ich ihn höchstens in einem Bonusbad noch zeige, es wäre ja auch noch nicht. Außerdem sieht er fast genauso aus wie der vorige, stimmt ja. Ja, das ist jetzt im Grunde dieser offizielle Polizeianzug, könnte man schon sagen. Steht ja auch im Arm drauf, Police. Ja, 3 Anzüge hier sehen sehr ähnlich. Ist leider so. Also was heißt leider? Ich finde das nicht schlecht. Ich finde die Anzüge sehen gut so aus. Es ist nur ein bisschen schade, dass halt so optisch ein Unterschied fehlt. Ne? Vielleicht. Gut. Das war's. 40.000. 130.000. Also hier 140.000 fast brauche ich. Das bedeutet, ich hoffe, ich kriege noch genug Geld. Gut, jetzt auf dem Weg wohl weniger, aber, Das war's, Eis. Die Konvergenz ist fast gekommen. Triff mich beim Marker. Das ist jetzt schon mehr oder weniger so ein Wink mit dem Zaunpfahl nach Motto, hier ist, nicht letzter Speicherpunkt, nein. Aber, ab hier ist Ende. Das Einzige, was noch kommt, ist der Bosskampf und, kleine blöde Aktion. Oh nein, das kam doch schon hier? Ich glaube, das ist eine Sendung gehabt. Da bist du ja. So. Ab hier heißt es Rennen. Und zwar schnell rennen. Warte mal kurz. Irgendwie ist hier was auf meiner Tastatur. So. Besser. Einmal aufmachen. Rennen. Jetzt wirklich. Ey Leute, bleibt in Bewegung. Von mir aus schießt ihr ein bisschen auf die Nikomorph, so wie ich.
sollte man... Ja, laufen und schießen, das ist hier echt schlau. Komm schon, reiß ihm was rab. Reiß ihm was rab, genau. Ich hab den Überwurf... Ah, gesehen. Scheiße. Das ist jetzt ganz blöd. Nein! Ah, falscher Knopf. Oh, ja. Bisschen nervös bin ich, man merkt es vielleicht. Ich möchte eigentlich nur weiter. A, weil mir die Geräusche hinter mir nicht gefallen. B, weil ich genau weiß, dass da irgendwo der drauf ist. Vitale Nerven. Ich würde mal behaupten, ich bin relativ gut durchgekommen. Ah, scheiße, der Audio-Log. Text-Log. Text-Log? Schaffe ich es denn hier zu lesen? Denjenigen, der diese Nachricht findet, es gibt Leute sogar unter den meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf dieser Station betrachte, als Monster bezeichnen. Ist das Teilmann? Wahrscheinlich, ja. Monster bezeichnen. Sie sagten, der Marker sei manipulativ, dass er meine Entscheidung beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass ich es für diese Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Titan Station war eine tote Hülle, bevor ich hier mit Forschungsgeldern, das wackelt ganz ziemlich blöd, ja, der Regierung, wo ich mit Forschungsgeldern der Regierung wieder Leben eingehaucht habe. Diese Forschungen, ja, das ist ein, diese Forschungen über unvorstellbare Energiequellen, über Fertigungstechniken und Effizienzen, die über unsere Horizont hinausragen, sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Wir haben uns zu lange auf destruktive Planeten ausschlachten verlassen. Jetzt können wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Hans? Hans? Hans Deitman, zuständiger Leiter Earth Government Colonial Alliance. Ja? Oh, cool. War ich da unten schon? Ich glaube schon. Noch eine Speicherstation, sehr gut. Warum auch immer hier eine ist, das überrascht mich jetzt ein bisschen. Der Part ist längst vorbei, kann das sein? Fast ganz gut, da können wir mich beim nächsten Mal weitermachen, wenn ich gerade mal eine ruhige Minute habe, was ja echt so aussieht. Das überrascht mich, wenn ich da draußen sehe, schon wieder den Marker. Leute, ich weiß gerade nicht genau, wie lange der Part jetzt ging. Ich glaube, es war zu lang. Ja, ein bisschen zu lang ist er, glaube ich. Was soll's. Bis zum nächsten Mal, wenn wir weiter rennen. Bis dann. Ciao.